Willkommen zur Tamara Show, präsentiert vom Nebelspalter. Ich möchte heute für dich da sein. Ich sag dir die Wahrheit, die verschwiegen wird. Damit du ein gesellschaftlich akzeptiertes Individuum sein kannst, werde ich dir mit diesem Video helfen, Applaus von der falschen Seite zu vermeiden. Denn ob dein Argument in einer Debatte valide ist oder nicht, spielt keine Rolle. Hauptsache, du lieferst dem Feind, zu dem du persönlich weder eine ideologische noch eine geografische Nähe hast, mit dem du also überhaupt nichts am Hut hast, keine Argumente. Gute Gründe und Erklärungen, das war gestern, heute zählt, dass nicht die Falschen klatschen. Wenn du dich an diese Regeln hältst, bist du nicht nur auf Linie, du trägst auch zur sozialen Gerechtigkeit bei. Ich zeig dir, wie's geht. Wenn du also unsolidarischen Schwurblern und Tyrannen keine Argumente liefern willst, sprich dich niemals für Selbstbestimmung aus. Kneife deine oder deinen Liebsten nie neckisch ins Hinterteil, das entfesselt Applaus von Sadisten. Entsage dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, denn er stößt auf Begeisterung bei Straftätern. Wenn du Frauenhassern keine Gründe liefern willst, kritisiere grundsätzlich nie Frauen. Kritisiere den modernen Feminismus nicht, damit spielst du Antifeministen in die Hände. Lache nicht über Frauenwitze, es befriedigt Sexisten. Halte traditionelle Werte wie Familie nicht hoch, damit machst du dich zum Steigbügelhalter von Radikalkonservativen. Erwähne als Frau nie, dass du immer faire männliche Vorgesetzte hattest, damit kuschelst du mit dem Patriarchat. Wenn du Impfgegner nicht unterstützen willst, erwähne nicht deine Impfreaktionen, das hohe Fieber, den schmerzenden Körper, die stechende Kopfhaut. Verbinde Autofahren nicht mit Freiheit, es spielt Klimaleugnern in die Hände. Trinke nicht aus PET-Flaschen, auch damit begünstigst du Klimaleugner. Prangere nicht ungesunde Lifestyles an, damit setzt du ein falsches Zeichen für Fatshamer. Beklage dich nicht darüber, wenn dein Hund das Konzept einer Leine ablehnt. Das wirkt sich vorteilhaft für Tierquäler aus. Kauf dir keine Kleiderschnäppchen, es stößt auf Anklang bei Ausbeuterunternehmen. Geh nicht ins Solarium und benütze keinen Tanning Spray, das hilft Rassisten. Sag niemals, dass du ein Mann oder eine Frau bist, damit machst du dich mit Transphoben gemein. Geh nicht zum Chinesen essen, auch nicht zum Dönerstand, das ist Futter für Kolonialisten. Kaufe keine heimischen Produkte, damit förderst du Rechtsaußen. Zweifle nie an Entscheiden deiner Regierung, das erzeugt Lob von Flat Earthern. Esse kein Fleisch, das schmeckt Kannibalen. Hinterfrage nichts im Leben, auch nicht deine eigenen Entscheide, das nützt Verschwörungstheoretikern. Was ich sagen will, der Trick, um keinen Applaus von der falschen Seite zu bekommen, ist am besten gar nichts mehr zu sagen. Denn je weniger du sagst, desto weniger können Menschen gut finden, was du sagst, und je weniger das gut finden, desto schlechter schneidet deine Seite in der öffentlichen Debatte ab. Und vor allem, desto bessere Moralnoten bekommst du von den Guten und Anständigen der Gesellschaft. Viel Glück! Kannibalen!